Möglichkeiten und da ist das Tor für Lautern. Der Betze bebt. 86. Minute. 1-0. Janik Sternberg. 60. Das Kurzverschluss, die bittere Pille schlucken. Oh, was für eine Parade von Gies, der den Ball da rausfischt. Der hätte genau gepasst. Chance 4-1 für Münster. Herrlich rausgespielt. Und Klingenburg macht sein zweites Tor. Dieses schöne Zusammenspiel. Kobylanski bedient Klingenburg. Klasse Ball für Vitteriti. Und was ist das denn für eine krumme Gurke? Und das ausgerechnet im Spreewaldgebiet. Nach 20 Minuten nickt Fabio Vitteriti die schöne Spreewald-Kopfballgurke ein. Matthias Morris, Tor! Matthias Morris, das ist doch das, was er machen soll. Tore schießen, mit dem Innenposten, rein ins Glück. Zuschauer erheben sich an der Bremer Brücke. Tor! Parola Pulido, 2-1, Nachspielzeit! Wahnsinn! Farona Pulido mit dem Rücken zum Tor, schnelle Drehung. Was für ein Lucky Punch, Sekunden vor dem Ende. Wer führt den Standard aus? Starke ist es und Starke mit einem Sensationstor. Über die Mauer mit Effe drüber gehoben. Kaufmann ein bisschen verunglückt. Aber so reicht es trotzdem. Was für ein Tor. Es ist einer der beiden Neuen. Es ist Dave Gnase. Ein Superschuss mit der Innenseite, genau in den Knick. Große, große Chance für den KSC. Vanitzek löffelt den drüber, 1-0. Er ist der Zauberfuß vom KSC. Ein genialer Treffer von Vanitzek. Ist das Tempo, das Marco Antwerpen angekündigt hat. Und wie viel Tempo, richtig gutes Tempo. Er spielt nicht ab, aber er trifft trotzdem. Tolles Ding von Lucas Cueto. Mega Sprint Tempo hat Marco Antwerpen angekündigt. Und hier sehen wir es.